Herzlich willkommen zu dieser Einführung in Microsoft PowerPoint. Den Einstieg machen wir mit einer einfachen Präsentation zum französischen Impressionisten Claude Monet. Wenn du die Materialien entpackst, so hast du einen Ordner mit einer Vorlage im PDF-Format. Hier drin siehst du, wie es am Schluss dann ausschauen soll, wobei die Titelfolie dann noch ändert. Auf jeder Folie hast du Notizen, auf denen steht, welches Layout das du wählen musst. Ich lege das mal in der Taskleiste ab. Im Ordner hast du übrigens dann auch noch einen Ordner mit den Bildern, die du für diese Präsentation brauchst. Jetzt öffnen wir PowerPoint. Du siehst, bei mir ist das Programm schon in der Taskleiste drin. Falls das bei dir nicht der Fall sein sollte, findest du es im Startmenü. Normalerweise ist es hier schon drin, entweder in den Kacheln oder in dieser Liste unter P. Und hier könntest du mit einem Rechtsklick auch schon das Programm in der Taskleiste andocken. Ist bei mir jetzt aber schon passiert. Im Startbildschirm hast du schon einen Überblick über verschiedene Designs. Wir beginnen jetzt aber mit einer leeren Präsentation. Das Design kommt später dazu. Bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen, hier noch ein Überblick über die Benutzeroberfläche. Du hast hier den Hauptbereich, in dem die aktuelle Folie groß angezeigt wird. In diesem Fall ist es die Titelfolie. Du hast hier drüben die Miniaturen. Hier kannst du schnell von Folie zu Folie springen und übrigens auch die Reihenfolge ändern. Dann, wie bei allen Microsoft Office Programmen, haben wir hier oben das Menüband, das sich je nach Reiter und Element, das gerade ausgewählt ist, auch anpasst. Und im unteren Bereich, in dieser Randleiste, hast du weitere Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du die Notizen ein- oder ausblenden und hier gleich die Präsentation starten oder in die Folie rein- oder rauszoomen. Dann lohnt sich auch ein Blick in die Optionen unter Datei. Optionen kannst du die Programmeinstellungen noch anpassen. Wir belassen mal das meiste so. Du siehst, du kannst die Programmfunktionen allgemein anpassen, zum Beispiel auch das Erscheinungsbild des Programms. Du kannst das Speicherformat wählen, die Sprache noch anpassen und auch das Menüband. Was ich dir empfehle, ist hier unter Dokumentprüfung all diese Autokorrekturoptionen, die deaktiviere ich mal. Ich persönlich mag es nicht so, wenn Microsoft-Programme sich selbstständig machen. Und genauso bei diesen Autokorrekturoptionen da nehme ich alles raus, außer der Schaltfläche. Hingegen hier bei Autoformat während der Eingabe, da lasse ich mal alles aktiviert, da die Anführungszeichen beispielsweise oder die Bindestriche, die sind tatsächlich eben schöner, wenn man sie durch die typografisch korrekten Zeichen ersetzen lässt. Ich bestätige mit OK und auch die Einstellungen und jetzt sind wir bereit.